Jo Leute, PewCracker, Fairox wieder am Start für euch und heute gibt es traurigerweise oder auch lustigerweise, wie man es halt auffassen will, ein Video von mir, wo sich mal wieder jemand über mein Feuerwerk an Silvester pünktlich um 20 Uhr beschwert. So ein Video gab es ja mittlerweile schon zweimal auf dem Kanal hier, aber heute fällt das Ganze etwas kürzer aus, dafür ist es aber meiner Meinung nach noch umso lächerlicher. Dieses Mal hat uns wieder eine Frau angemeckert, obwohl man das meiner Meinung nach nicht mehr als Meckern bezeichnen kann, sondern nur noch als sinnlose Pöbelei. Diese besagte Frau haben wir nämlich gar nicht mit unseren eigenen Augen gesehen, sondern wir haben es nur gehört, wie sie uns aus ca. 50 bis 100 Meter Entfernung angeschrien hat. Dabei hat uns die gute Frau von einem gewissen Feuerwerksverbot an Silvester erzählt und das ist ja wirklich mal das Lächerlichste, was ich jemals gehört habe. Aber Leute, schaut euch den kurzen Clip kurz selbst an und bildet euch erstmal eine eigene Meinung dazu. Ich werde danach kurz darauf eingehen. Was? Was? Was habt ihr an keine Raketen nicht verstanden? Das hängt überall aus. Meine Güte, ey. Als ob. Geht am Strand oder sonst wohin? Ja, ganz ruhig. Mein Gott. So Leute, das war jetzt der kurze Clip. Ich denke mal, ich habe euch hier nicht zu viel versprochen. Aber in diesem Video möchte ich jetzt nicht groß argumentieren bzw. debattieren. Das habe ich ja schon in dem Video letztes Jahr getan. Dazu könnt ihr hier oben einfach mal die Infokarte anklicken, um euch das anzuschauen. Jetzt möchte ich vielmehr auf die Mentalität der Silvester-Hater an sich eingehen. Bei diesem Fallbeispiel hier, also bei der meckernden Frau gerade, fällt nämlich auf, dass sie irgendwelche billigen Notlügen verwendet und irgendwelche falschen Tatsachen, um einfach ihre Meinung zu unterstützen. Ich habe nämlich extra vor Silvester bei der zuständigen Gemeinde angerufen, nicht um mir zu versichern, ob das Zünden allgemein legal ist, weil da gibt es ja manche Ortschaften in Deutschland, wo das Zünden komplett untersagt ist. Das war mir von Anfang an klar, dass das dort legal ist. Und zwar wollte ich einfach nur herausfinden, ab wann das Zünden legal ist. Mir wurde mitgeteilt, dass das Zünden am 31.12. ab 18 Uhr legal ist. Und damit wird ganz klar hervorgehoben, dass die Frau eindeutig gelogen hat und mit irgendwelchen falschen Tatsachen dann versucht, uns anzupöbeln. Da die Frau dann auch noch behauptet hat, dass es hier überall aushängen würde, dass das Zünden von Feuerwerkskörpern an Silvester illegal sei, fällt einfach auf, dass sie völlig auf sich selbst bedacht ist, nicht zum Argumentieren mit richtigen Argumenten bereit ist und einfach komplett egoistisch ist. Und genau diese Charakterzüge sprechen meiner Meinung nach nämlich auf die meisten Silvester-Hater zu. Das hat man auch bei der Frau letztes Jahr gesehen, weil sie da einfach nur irgendwelche Standardargumente bezüglich der Umwelt und der Tierwelt verwendet hat, um halt ihre eigene Genervtheit bezüglich der Feuerwerkskörper nach außen zu tragen. Insgesamt fällt also auf, dass die ganzen Silvester-Hater mit irgendwelchen wahllosen Worten und Argumenten nur so um sich werfen und gleichzeitig auch noch rücksichtslos sind, weil sie uns Pyros das Zünden von Feuerwerkskörpern an Silvester vermiesen wollen, obwohl das Ganze wirklich nur einmal im Jahr erlaubt ist. Also Leute, schreibt mal eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Ich freue mich, das dann alles wieder durchzulesen und auch darauf zu antworten. Und in diesem Sinne, Leute, verabschiede ich mich. Und haut rein!